so komische Vögel rum? Das sind Waldrappe, ganz seltene, vom Aussterben bedrohte Vögel. Und in Waidhofen ist die größte Waldrappe-Voliere der Welt. Also nichts wie hin und angucken. Und dann spreche ich noch mit jemandem, der auch die Hintergründe des Projektes erläutert. Da ist ja schon einer. Das könnte der Datenschutzbeauftragte sein. Man grüßt sich hier sehr höflich. Fütterung der Raubtiere. Wegnehmen lasse ich mir nix. Hör auf. Na, bist du satt? Einer der Menschen, die mit seinem ungewöhnlichen Engagement so ein großes Projekt überhaupt erst möglich machen, ist der Jimmy Moser. Und ich freue mich, dass er heute Zeit für uns gefunden hat, um das Projekt einmal ganz kurz vorzustellen und einen Eindruck zu geben, wie die Arbeit hier so aussieht. Gerne. Jimmy, du setzt dich ja extrem für die touristische Entwicklung von Waidhofen und vom Thayertal und auch vom ganzen Waldviertel ein. Ich habe auch gehört, dass du auch sogar bei der Thaya-Runde ganz stark mitgearbeitet hast und das auch initiiert hast. Wunderbare Tour übrigens, gibt es auch auf diesem Kanal zu sehen. Aber wie ist es denn zu dem Engagement gekommen für die Waldraps hier in Waidhofen? Und was fasziniert dich, was begeistert dich so besonders an diesem Tier? Beim Waldrapp-Projekt bin ich angesprochen worden vom seinerzeitigen Bürgermeister. Da war ja die Idee so, der Waldrapp war im Mittelalter in Europa beheimatet, ist dann ausgerottet worden aufgrund von Überjagung, nimmt man an. Und in der Gemeinde hat man die Idee geboren, den Waldrapp wieder zu beheimaten. Das Projekt hat dann 2, 3, 4 Jahre köchelt im Gemeinderat und dann bin ich vom Bürgermeister angesprochen worden, ob ich mich für dieses Projekt begeistern kann, beziehungsweise ob ich es realisieren kann. Und dadurch ist zu dieser Waldrapp, wo er gekommen. Großartig. Da gab es wahrscheinlich auch eine Reihe von Pros und Cons und Widerständen, die man da erst überwinden musste, oder? Ja, es waren natürlich kritische Meinungen, aber durch das, dass wir im Vorfeld schon geschaut haben, ob das da ideal ist, der Platz. Wir sind doch mitten in der Stadt neben einem Parkplatz, ob das die Vögel stört. Wir sind dann mit den ganzen Einwänden eigentlich zu den Profis gegangen, nämlich Schönbrunn, Innsbruck, Alpenzoo Innsbruck, haben sie erkundigt, wie schaut das aus, kann man das da etablieren, ohne den Tieren zu schaden. Und wir haben überall so okay gekriegt, das ist ein idealer Platz da an der Felswand, er ist ein Felsenbrüter, somit hat es da direkt einerpasst. Und wir haben jetzt knapp 20 Jahre die Vögel da, es gibt keine Probleme mehr. Es waren zuerst große Anrainerbedenken, punkto Lärm und Gestank und Geruchsbelästigungen, das hat sich nach der kurzen Besiedelung der WHR oder in Luft aufgelöst und jetzt sind alle zufrieden. Na, auf das Projekt, das haben wir eigentlich auf 3 Säulen aufgebaut. Erstens einmal war eine touristische Attraktivität für Waidhofen zu setzen. Das ist gelungen. Das zweite war die Arterhaltung, eigentlich der wichtigste Grund, weil wir ein Rückzugsgebiet sind für diese Art, eben im geschützten Bereich. Und wenn draußen in der Natur was passiert bei den Wiederansiedlungsprojekten, oder es gibt ja nur mehr 400 Individuen in freier Natur, haben wir da immer einen Bestand, einen sicheren Bestand für den Weitererhalt der Art. Halt.
Und das dritte war der Einbezug der mobilen Außengruppe der Caritas. Es haben da mehrere Personen der Caritas seit 20 Jahren einen Job. Die betreuen das da, die machen auch die Führungen, die Pflege, die Fütterung, die Wartung der Anlage. Das funktioniert reibungslos und war eine der besten Ideen in dem Projekt, dass man diese Caritas-Außengruppe mit einbezieht. Ich glaube, es ist etabliert und es wird dann nach meiner Zeit weiter bestehen. Großartig. Kannst du für unsere Adler da nochmal womöglich ein Motto oder einen Tipp geben, was dein Erfolgsrezept da in dem Zusammenhang ist? Na, Erfolgsrezept, kann man, weiß nicht, ob man das so nennen kann. Man nimmt sich eine Sache an und das macht man dann eigentlich professionell, weil alles so halbe Geschichten bringen nichts. Das heißt, wenn man was macht, macht man es gescheit oder gar nicht. Super. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei allen Mitarbeitern an diesem wunderbaren Projekt bedanken für diese großartige Arbeit und dass sowas möglich ist. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr beeindruckend hier. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Ich verlinke die Website unten in der Videobeschreibung. Die Voliere ist in Weidhofen an der Thaya in der Ziegengeiststraße. Es gibt genug Parkplätze für Fahrräder direkt vor der Tür. In meinem nächsten Video geht es um eine kulinarische Institution, die es so wohl nur im Waldviertel geben kann. Ich verlinke es dir oben. Und wenn du die Thaya-Runde noch nicht kennst, dann verlinke ich dir mein Video darunter.